Das ist Devil. Hitze und Thema. Babyflaute, Ballverhalten, Grad abschalten. Live bei uns im Folio am Deck. Kilian Zierkler. Und da ist er, schon fast in Weihnachtsstimmung. Ihre Gastgeber, Dominik Devil. Guten Abend, bitte noch. Hallo. Danke, Mann. Guten Abend daheim, in den gewärmten Fernsehsessel und natürlich auch hier bei uns im Folium. Willkommen zu Devil. Passend zu sich rasant nähernden Samichlaus-Zeit hat 20 Minuten, ihr habt vielleicht mitbekommen, diese Woche gefragt, wie man heute zum Narrativ vom alten weissen Mann stöche. Ein Begriff, der ja allen seit MeToo ja, ein Begriff ist, steht für einen überprivilegierten Typ Mensch, der seine Macht zum Nachteil von anderen einsetzt. Auch wir bei Devil haben ja immer wieder auf den Stereotyp zurückgegriffen. Wenn es zum Beispiel um Jeff Bezos gegangen ist oder um Marco Rima oder um Natalie Wappler. Ja, klar. Was meinen denn die Leute auf der Straße zum weissen alten Mann? Alte weisse Männer? Habe ich noch nie gehört. Was soll das sein? Ja, wer sagt es ihm? Ja, bitteschön. Aber sie sind dann noch weitergegangen und haben auch mal die jüngere Generation gefragt. Also ich persönlich benutze den Ausdruck eher nicht. Ich verwende lieber den Ausdruck weise, also weise Männer. Oder für mich gibt es nicht alte Leute, sondern eher weise. Ja, whatever. Ja. Hauptsache weise oder weise oder weise, ist ja wurscht. Wir haben auch noch eine junge Frau gefunden und die hat dann auch noch ein Statement dürfen abgeben. Papi ist 65 und er ist ein älterer Herr und ist weiss. Und er ist relativ positiv eingestellt, den jungen Leuten, den Frauen, eigentlich allen gegenüber. Ja, schön, oder? Also relativ positiv eingestellt ist er den Frauen. Ja? Apropos weisse alte Männer und Samichlaus. Wer hat von Samichlaus jetzt schon ein bisschen verfrüht die Routen bekommen, diese Woche? Richtig, der Daniel Josic, der definitiv nicht für den Bundesratssitz von seiner Partei nominiert worden ist. Finalement, la décision était très claire. Nous avons décidé que nous aurons un ticket 100% féminin de deux femmes. La décision de faire un ticket 100% féminin. Ja, ist brutal. Ne? Du hast hart gesehen. Er hat gesehen. Er hat es an dieser Pressekonferenz, aber ganz kurz ist der Kämpfer Daniel Josic noch mal vorgekommen. Hast du gesehen, wie er sich aufgebäumt hat? Noch mal? Ich habe als erster kandidiert. Mittlerweile gibt es noch drei Kandidatinnen, die aufgetaucht sind. Ja, wo kommen die plötzlich her? Ja. Ist man extra in die Politik gegangen und dann tauchen da drei Frauen auf? Was ist denn da los? Ja? Ah ja, aufs Ticket jetzt jedenfalls für die SP sind drei Frauen, Eva Herzog, Elisabeth Baum-Schneider und Evi Allemann. Zwar hat sich dann noch versucht, eine gewisse Daniela Yoshita aufs Ticket zu schmuggeln. Aber die ist aus dem Saal rausgeschmissen worden. Ja. Keine Überraschung hingegen bei der SVP. Dort hat man, wie nicht anders erwartet, einfach zwei Herdöpfel nominiert. Ja. So, jetzt aber, Sonntag. Es ist endlich soweit, Fußball-WM hat angefangen. Sind auch so richtig in der Fußballstimmung? Hey! Ja. Ah, grosse Begeisterung, ja. Wenn es hier bereits so tönt, die tönt es dann echt in der Sklavenbaracke auf der WM-Baustelle. Aber sagt, wo es angefangen hat, fühlt ihr euch jetzt nicht auch so ein bisschen. Also, today, fühlt ihr euch jetzt nicht auch so ein bisschen. Komm, Gianni, hilf mir schnell. Today I feel Qatari. Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel gay. Today I feel disabled. Today I feel a migrant worker. Klare Diagnose, Hitzeschlag, würde ich sagen. Hat er irgendetwas vergessen? Today I feel Daniel Josic. Hat mir noch ein bisschen gefällt, ehrlich gesagt. Aber komm, es ist ein Versuch. Jetzt probiert. Es war ein guter Versuch. FIFA-Präsident macht jetzt neuerdings so ein bisschen auf betroffene Friedensaktivisten. Tote Arbeiter, Frauenunterdrückung, aber vor allem auch das fehlende Bier. Das ist hart, ja. Das hat ihm zu denken gegeben. Schon vorher am G20-Gipfel in Bali, ja, wo die ganz grossen und wichtigen wie Biden, Macron und Scholz miteinander die ganz grossen und wichtigen Themen ansprechen,
Dort hat er auch schon ganz einen pazifistischen Vorschlag gebracht. Waffenstillstand in der Ukraine. Zumindest solange der Ball in Katar rollt. Ja, eine geniale, einfache Idee. Waffenstillstand. Ja, genial. Ja, der hat auch ganz sicher andere G20-Teilnehmerinnen begeistert, der Vorschlag. Und dann hat er Waffenstillstand gesagt. Mist, das hätte uns mal einfallen müssen. Emanuel, du hast zu schöne Haare. Hallo dir, Kaffee ist aufgetischt. Where am I? Where are those people? Trotz aller Kritik, unsere Nazi hat ja ein erstes Testspiel in Katar gehabt. Also nicht, dass ich es geschaut habe, ich wohne eben an der Langstrasse. Und ich habe drei hupende Autos gehört anschliessend. Ich wusste, okay, die Schweiz hat nicht gewonnen. Tatsächlich. Schweiz 0-2 verloren gegen Ghana. Was sind die Gründe? Wegen der Hitze? Ja, also es war extrem warm. Also. Mit dieser Hitze, das erste Spiel hier, unter diesen Bedingungen, ist es natürlich nicht so einfach. Ja, es ist natürlich keine Ausrede, aber ja, am Nachmittag um 2 bei über 30 Grad spielen ist schon fast heiß. Ja, heiß ist es! Eine grosse Überraschung, wer mit dem können rechnen konnte. Wer hätte es gedacht? Habt ihr gemerkt, zum Glück hat niemand von den Spielern schwül gesagt. 3 Jahre Gefängnis in Katar. Aber gut, ich kann ja schon lachen. Mich interessiert WM als Event jetzt sowieso nicht so gross, im Gegensatz zu vielen anderen, die jetzt ins Hadern kommen mit ihrem Gewissen. Aber wisst ihr irgendwie, today I feel Fußballfan. Ja? Und deswegen hier von mir eine kleine Hilfestellung für alle, die es jetzt nötig haben. Sie wollen die WM in Katar boykottieren, sind aber ein unheilbarer Fußballfan? Hier Ihr Boykott-Workout-Plan, damit es nicht zur Katastrophe kommt. Sie sind geil auf möglichst viele Tore? Kaufen Sie sich einen Adventskalender. Tor! Und am nächsten Tag schon wieder Tor! Sie stehen auf simulierende, heulende Männer? Verfolgen Sie einfach, wie Daniel Josic am 7. Dezember nicht in den Bundesrat gewählt wird. Sie vermissen es, Fangesänge anzustimmen? Weihnachtslieder kann man doch auch so singen. Was tun, wenn Ihr Land gewinnt und Sie wollen es mit einem schönen Autokorso feiern? Kein Problem. Stockender Verkehr, Herumgehupe, Autofahrer mit Fahnen, Pendlerverkehr im Aargau. Trauen Sie dem Tutti-Bildli-Sammeln nach? Sammeln Sie stattdessen Klimajugendliche und kleben Sie sie auf die Straße. Sie möchten so richtig schön den Schiedsrichter beschimpfen. Besuchen Sie wieder mal Ihre Mutter. Sie möchten unbedingt bei einer Laola-Welle mitmachen. Machen Sie lieber bei der nächsten Corona-Welle mit. Da können Sie richtig mitfiebern. Sie haben sich aufs Biersaufen im Freundeskreis gefreut. Haben Sie dafür jemals einen Grund gebraucht? Eben! Und falls das alles nichts nützt, schließen Sie jetzt die Augen und lauschen Sie den beruhigenden Klängen für einen kalten Nazi-Entzug. Imagine all the people sharing all the world. Ja. Jetzt muss man aber mal fragen. Dürfen wir eigentlich als Schweizerin, als Schweizer, dürfen wir für die Nazi fähnen? Also so wegen Neutralität und so? Ist das okay? Und Neutralität, gibt es die in der Schweiz eigentlich noch? Klar! Ja? Wir liefern ja zum Beispiel der Ukraine, die von Putin bombardiert wird, keine Waffen. Dafür aber Saudi-Arabien, wo die Jemen bombardiert. Das ist mega neutral. Das ist ein Kreislauf, der sich selber negiert. Weil die Saudis, die liefern uns ja dafür auch Öl. Und weil wir uns durch das nicht von Putin erpressen lassen müssen, hilft das ja wiederum der Ukraine. Und das wiederum hilft dem Jemen, weil die so an Kornlieferung von der Ukraine reinkommen. Kommen die daraus? Ich auch nicht. Jedenfalls sehen ein paar Nasen die wichtige Schweizer Neutralität wieder in Gefahr und haben tata, die Neutralitätsinitiative lanciert. Komischerweise sind das weder ukrainische Widerstandskämpfer oder Verfolgte aus dem Jemen, sondern der Verein Pro Schweiz. Verein Pro Schweiz ist ja schon mal der unneutralste Name, den man sich ausdenken kann. Also wenn schon, müsste ja heissen, Verein weder pro noch contra Schweiz. Deutschland ist auch super, Italien halt auch schön, Hauptsache nicht Frankreich, aber können wir ja darüber abstimmen. So müsste der Verein irgendwie heissen. Aber vielleicht ist ja, ich wollte es nicht unrecht tun, vielleicht ist der Verein
politisch mega neutral dafür. Das ist eigentlich noch schön. Oder? So ein runder Tisch mit Leuten aus allen Parteien, egal ob jung oder alt, Frau oder Mann, haben wir Videomaterial. Ich freue mich, den geistigen Vater der Neutralitätsinitiative, Christoph Blocher, zu bitten. Nein, ist gut, danke. Merci, lange, lange. Aber so ist es halt. Sorry, so ist es. Der Verein Pro Schweiz ist nichts anderes als das Rebranding vom Verein Aktion für eine unabhängige Schweiz. Abkürzt AUNS. Ja? Richtig, der Verein, der sich selber durch die Abkürzung kommentiert. AUNS. Ja, dann ein lautes Geinen. Aber was wollen jetzt die schon wieder genau mit dieser Initiative? Dazu der neue Vizepräsident und alte Eggerkinger-Komitee-Veteran, der Walter Wobmann. Die Schweizer Neutralität muss erhalten bleiben. Okay. Mhm. Vielleicht noch etwas genauer. Die Schweizer Neutralität muss immerwährend und ausnahmslos gelten. Ja, immerhin kann man sagen, oder? Die Ausdrucksweise sehr neutral. Ja, finde ich. Keine Emotionen. Was ist denn im Fall von einem Konflikt mit dieser Neutralität? Die Schweizer Neutralität muss bewaffnet sein. Also Moment, also unsere Armee müsste die Schweiz im Ernstfall ganz alleine verteidigen? Weil ein Militärbündnis würde ja auch nicht mehr vorkommen. Kurz für alle Geschichtsnerds daheim. Ich habe schnell nachgeschaut. Der Rekord für die schnellste Kriegsniederlage war 1896 im britisch-sansibarischen Krieg. 38 Minuten hat der Konflikt gedauert. Aber ich glaube, das könnten wir sicher noch um 10 bis 15 Minuten toppen, wenn Russland die Schweiz angreift, oder? Denke. Und nein, bitte jetzt kein Ukraine-Vergleich. Bitte nicht. Die Wehrhaftigkeit der ukrainischen Armee hat nichts mit unserer Armee zu tun. Bitte. Die ukrainische Armee verschießt ihre Munition. Die Schweizer Armee verliert sie. Das ist nicht das Gleiche. Das ist etwas anderes. Der wichtigste Punkt in dieser Initiative ist aber, sie verlangt, dass sich die Schweiz in Zukunft keinerlei Sanktionen dürfte anschliessen. Also ganz nach dem klassisch eidgenössischen Mantra. Ich liebe Geld und Geld liebt mich. Vibriere in der Energie, die Geld anzieht. Ja. Ich meine, meine Meinung, gell? In einer Zeit, wo Kriege, Pandemie und andere Katastrophen nur wirklich global miteinander bekämpft und gemeistert werden können, ist das Aufsetzen von einer Neutralitätsinitiative, ja, gerade zu dem Zeitpunkt, ein ganz neues Level von neutralem, beschränktem Denken. Ja? Weil, sind wir ehrlich, zusammengefasst denkt die Initiative ja nur an etwas. Die Schweizer Neutralität, sprich die schweizerische Neutralität, die Schweiz, die Schweiz, die Schweiz, die Schweiz, die Schweizer Neutralität der Schweiz. Ja, oder kurz. So, jetzt kommen wir zu einem schönen Thema. Weil langsam kommt doch die besinnliche Weihnachtszeit. Ja? Und es wäre doch jetzt der richtige Moment, um sich mal wieder zu fragen, wann kommen endlich die neuen Weihnachtsspots von den grossen Detailhändlern wieder im Fernsehen? Hm? Coop hat schon mal vorgelegt. Oh mein Gott, ist das lahm. Ja. Wo sind die ganzen geilen animierten Viechli? Ja, ihr erinnert euch. Die Wichtel, die Hühle, der debile Schneemensch. Und wer erinnert sich nicht gern dran an die stalkenden Drohnen vor dem Fenster? Das war so mein Highlight. Ich frage mich, mit wem werden wir das Jahr ein Tränchen von Rührung verdrücken? Wer ist das neue Maskottchen? Ja? Vielleicht Pische der Piranha-Panzer, der gerne endlich einen Winterfeldzug erleben will? Das wäre mal realistisch. Aber anstatt über irgendwelche Konsummaskottchen und ihre schweren Schicksalshüllen, könnte man sich ja auch mal fragen, wie geht es eigentlich den ganzen Geflüchteten, die bei uns im Land leben? Weil eigentlich müsste ein ehrlicher Weihnachtsspot heute so aussehen. Ja, da hilft auch ein geiler Hitmill-Song nichts. Ja, das sind hässliche Bilder aus komplett überfüllten Unterkünften für Geflüchtete im Baselland. Immerhin, der Bundesrat hat vor kurzem entschieden, dass der Schutzstatus S für UkrainerInnen nicht aufgehoben wird. Die müssen also nicht zurück ins Kriegsgebiet. Trotzdem, was fehlt, sind Unterkünfte. And, das Bad. Da kann ich nicht baden. I cannot take a bus. For me, es ist besser, im Auto zu übernachten als hier. Ja, die Leute flüchten zu uns in die Schweiz. Warum denn nicht gerade im Auto übernachten? Ist doch gut, ja? Hat ja sogar eine Fussheizung und im Zigarettenanzünder haben wir für Kinder Wienerli grillen. Ja? Ist halt der Schutzstatus gut, sozusagen. Den gibt's noch dazu. Aber nein, geht ja gar nicht. Hm? Weil gleichzeitig zur Status-S-Verlängerung ist eine allgemeine Verschärfung beschlossen worden. Geflüchtete müssen ab dem 1. Januar, wenn sie eins haben, ihr Auto verkaufen.
UkrainerInnen sollen zuerst ihr Vermögen aufbrauchen, bevor sie Sozialhilfe beziehen. Gehört das auch dazu? Tönt für mich nicht mehr nach Status S, sondern eher nach Status XXS. Ja? Damit soll gewährleistet werden, dass alle Geflüchteten, egal woher, in der Schweiz gleich behandelt werden. Also gleich schlecht, wenn man an die Bilder der Unterkünfte denkt. Aber auch der Druck der Schweizer Bevölkerung hat sicherlich zu diesem Entscheid geführt. Es gibt aber sicher auch Teile der Bevölkerung, die erwarten, dass die Geflüchteten arme Menschen sind, dass sie kein eigenes Hab und Gut haben oder das abgeben müssen und dass sie vor allem auch dankbar sein müssen. Ja, dankbar sein, mega wichtig in der Schweiz. Wirklich. Das weiss auch Leserbriefschreiber Noah L., der zu dem Thema geschrieben hat. Ich habe noch von den Eltern gelernt, wer mir etwas schenkt, dann sage ich herzlich Dankeschön! Dick ausgedruckt, ja? Schön, Noah, dass du das von deinen Eltern noch lernen konntest. Aber deine Eltern sind wahrscheinlich auch nicht ausgebombt worden, nachdem du sie im Kriegsgebiet zurücklassen musstest. Der Luzerner Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf von der Mittepartei hat in einem Interview gesagt, Ukrainerinnen seien fordernder als andere Geflüchtete. Er wüsste von Einzelfällen, wo noch Botox verlangt haben, ohne medizinische Indikation. Ja, das kann aber schon sein. Vergessen nicht, wir sind in der Schweiz. Ja, da muss man sich das Lächeln abgewöhnen, wenn nötig mit Botox. Ja, ganz klar. Besser dürften es diejenigen haben, die privat unterbrochen sind. Es wird geschätzt, dass von diesen 70'000 Ukrainerinnen 30'000 in der Schweiz bei einer Gastfamilie leben. Gut, die Zahl dürfte jetzt abnehmen, ja, nach dem Entscheid. Jetzt, wo viele ukrainische Flüchtlinge kein Auto mehr haben, können sie auch die Schweizer Kinder nicht mehr ins Fußballtraining fahren. Ja, wo bleiben da die Vorteile für die Gastfamilie? Geht doch nicht. Da schaut man sich dann halt schnell nach etwas anderem um. Etwas, wo noch eben so richtig dankbar ist. Nein, hören Sie mir auf mit den Ukrainern. So einen haben wir schon daheim gehabt, gell? Der hat nie raus und gesagt, hat er auch nichts. Bei jedem Klapp ist schon zusammengezuckt. Und jetzt wollen Sie sich einen Hund oder einen Katz zutun? Mhm. Ja, einfach etwas, was etwas dankbarer ist als so ein geflüchteter Halbrus, oder? Etwas, das man etwas streicheln kann. Das ist Nora Vanessa, eine holländische Schäferhündin. Sie ist sehr lebhaft, pflegeleicht und sehr familienfreundlich. Also eigentlich das ideale Tier für sie. Und warum ist sie denn da? Ihre vorherige Besitzerin hat sie zwar innig geliebt, aber hat dann ins Altersheim müssen und hat sie nicht mehr mitnehmen. Wir suchen eben schon etwas, das ein bisschen mehr unsere Hilfe benötigt. Ja, haben Sie nicht etwas mit einer etwas krasseren Geschichte, dass man nachher ein bisschen etwas zu erzählen hat, oder? Das ist unser Pechvögelchen, Schnurli. Schnurli hat auf einem Bauernhof gelebt, der von einem Blitz getroffen wurde und runtergebrannt ist. Die Familie konnte sie nicht mehr behalten, weil die lebt jetzt in einer Zweizimmerwohnung in Olten. Also wirklich schlimm wäre es, wenn jetzt das Büsi auch in Olten leben müsste. Also da müssen sie schon mit anderen Geschützen auffahren. Das wird sie überzeugen. Das ist der Dimitri. Nein, komm, nicht schon wieder so ein Ukrainer. Das ist Vötli. Sie hat 2 Monate neben ihrem toten Herrli müssen in der Wohnung ausharren, von dem sie sich auch ausschliessend ernährt hat, bis sie dann mal endlich gefunden wurde. Und sonst nichts? Außerdem ist sie überzeugte Islamistin und hat Katze-Aids. Haben Sie nicht irgendein kleines Krüppeli am Start, so etwas ohne Bein? He? Also zum Beispiel irgendeinen syrischen Landminen-Dalmatiner oder so? Etwas, das man bedauern kann, wissen Sie? Oh. Und was ist mit dem nicht gut? Der Hasso ist blind. Außerdem ist er ausgebildeter Polizeihund. Er hat schon einen Serienkiller überführt und einen Bankraub aufgeklärt. Er hat einen Lungendurchschuss, 3 uneheliche Welpen und ist psychotisch schwanzgesteuert. Er ist in den 80er Jahren von der Mafia entführt worden und dann dort in Kuba schwer kokainabhängig geworden. Deswegen ist er mit einer Leier ausgesetzt worden, an der Nordroute angeleint, von einer Gruppe Sherpas aufgefunden worden. Beim Abstieg hat er anscheinend 9 Lawinen in der Gang und einen Yeti-Angriff überlebt. Sherpas leider nicht. Und seitdem ist er blind. Schneeblind.
Der gefällt mir. Der braucht wirklich unsere Hilfe. Ja. Komm, Hasso, Speckwürfel. Nein, er ist Vegetarier. Oh. Den Fall eher nicht. Nein, nein. Ach, bitte, jetzt nehmt doch einfach irgendeinen Hund, sonst werde ich entlassen. Ich kann keine Umschulung mehr machen. Ich habe Kinder daheim. Was soll ich denn sonst tun? Dürften wir sie adoptieren? Ich werde kastriert. Hört, da kommt gerade ein Fax rein. Oh, das ist ja der Wahnsinn. Habt ihr das mitbekommen? Am letzten Dienstag ist in Manila der 8 Milliardste Mensch auf die Welt gekommen. 8 Milliarden Menschen. Aber ja, hätte ja mal müssen so weit kommen. Ja, nach der Kelly Family, dem Federer seiner Kind und den zahlreichen unehelichen Kind von Bersi. Hm? Das 8 Milliardste Kind heisst Vinis. Vinis heisst es. Ganz nach dem Cäsar, seinem berühmten Ausspruch. Veni, vidi, Venis. Hm. Wer jetzt denkt, Venis, das ist aber ein komischer Name, soll man selber versuchen, namenstechnisch kreativ zu sein, bei bereits 8 Milliarden besetzten Babynamen. Wir hatten letztens Nugget Elif. Wie ein Chicken Nugget. Ja, genau. Ja, tönt wie eine Drive-In-Bestellung in der Geburtenabteilung. Du, einmal eine kleine Portion Nugget Elif und dazu vielleicht ein Coca-Colina, wenn es geht. Was aber viel mehr beschäftigt als Babys, die nach Happy Meals benannt werden, ist doch, dürfen sich über das Baby freuen? Stichwort Überbevölkerung. Problem Überbevölkerung. Sind wir zu viele? Wir werden viel zu viele. Je mehr Menschen, desto größeren Schaden werden sie anrichten. Ja, wir werden offensichtlich immer mehr. So sind wir 1970 noch 4 Milliarden Menschen gewesen. 2010 bereits 7 Milliarden Menschen und 12 Jahre später ganze 8 Milliarden. Gut, mich verwundert es nicht. Vor 12 Jahren hat es einen Nobelpreis für künstliche Befruchtung gegeben. Vor 12 Jahren war das UNO-Jahr der Annäherung. Hm? Vor 12 Jahren ist das Lied hier erschienen. Ja, der ultimative Popsong, wenn ihr wisst, was ich meine. Gut, wisst das, danke. Ja. Gleichzeitig hat man dann diese Woche aber auch noch das können lesen. Sinken die Geburtenzahlen in der Schweiz? 2022 war bisher kein guter Jahrgang bei den Babys. Kein guter Jahrgang? Also bitte schön, woher wollt ihr das wissen? Ja, hat, glaube ich, ein bisschen Zäpfli. So. Seit Anfangsjahr sind bis in August rund 51'000 Kinder in der Schweiz geboren worden. So wenig Geburten hat es das letzte Mal 2007 gegeben. Da muss man sich doch schon auch fragen, was ist denn 2006 passiert, dass es so wenig Schwangerschaften gegeben hat. Meine persönliche Vermutung. Im Oktober 2006 hat es im Bravo-Heftli eine ganz spezielle Beilage gegeben. Ein mega extra Eis Kondom ist beigelegen. Profi-Tipp, alle Bravo-Abonnementen vielleicht besser jetzt nicht mehr benutzen. Ja, aber gescheiter dumm. Der Geburtenrückgang ist vor allem für die Ostschweiz brutal. Die drohen die ganze Gemeinde anscheinend auszusterben, weil mehr Leute sterben, als geboren werden. Neben Luchs und Biber stirbt jetzt also eventuell auch noch die Ostschweiz. Droht ein regelrechtes Olmageddon eventuell? Ja? Dabei sind doch gerade Ostschweizer bekannt für ihr ausgeklügeltes Balzverhalten. Ja, richtig, ja, so, ja, ist gut, ja. Ha! Ja, klar. Um die Ostschweizer vermehrt wieder zum Kopulieren zu bringen, braucht es weder Urologen noch Sextherapeutinnen, sondern einfach mehr Logopäden. Ist ja klar. Aber nicht nur dort, überall in der Schweiz fehlt es an Nachwuchs. Ausnahmen gibt es laut der Statistik nur in den Kantonen Ob und Nidwalden. Ob das an der guten Luft liegt oder am Wasser, weiss man nicht. Danke, Professor. Positiv an der eidgenössischen Babyflaute, man wird nicht mehr so häufig mit diesen lässig hässlichen Geburtskärtchen eingedeckt. So schön, schau mal. Nugget Elif, 3,5 Kilo schwer, 53 cm gross. Geburtskärtchen, wer interessiert sich für diese Angaben? Wenn schon doch bitte die spannenden Daten mitteilen. Wie viel Kilo wiegt der Windelinhalt? Ja? Wie viel Dezibel bringt es an, das Baby? Wie lange geht es, bis der Vater nur schnell geht, ein Päckchen Zigaretten rausgeholt und nicht mehr auftaucht?
Und vor allem, wo ist das Kind denn geboren worden? Weil es gibt verschiedene Möglichkeiten und auch Ansprüche. Ich würde wirklich gerne im Erker rausgebären. Wenn ich schon nicht unter einem Baum gebären kann, dann doch wenigstens zwischen den vielen vom Stefan eingepflanzten Sämli und Kernli. Was? Es ist so vieles falsch in diesen zwei Sätzen. Egal, ist ja wurscht. Aber hey, schau, der Schweiz fehlt ja sowieso gerade an Hebammen, überall. Dabei wären die Rekrutierungsmethoden vom Hebammenverband sehr innovativ. Die haben nämlich jetzt gerade ein motivierendes Lied eingesungen. Egal ob mit Auto, Skilift oder Fähre, kein Ort unerreichbar, es geht ums Gebären. Der Job nicht 9 bis 5 herund und du, da lernst nicht mit sich reden. Ja, das ist der Babysitter in Natur. Ui, Sturzgeburt vor bei dem Lied, würde ich jetzt mal sagen. Ist das eventuell der Antwortsong auf das Lied wieder, ne? Wurzeln im Thurgau, die Heimat der Thurgau, küssen unser Leben, bis wir sterben im Thurgau. Kommen wir aber doch bei all dem Spass, den wir jetzt miteinander haben, bei dem Thema. Akuter Kindermangel führt zu Problemen bei uns im Land. Vielleicht nicht heute oder morgen, aber sicher in Zukunft. Wer sichert Altersvorsorge? Wer füllt all den Personalmangel aus? Wer erklärt uns denn all die neuen Funktionen auf unseren Smartphones? Ja? Das führt dann uns zur Frage, was sind denn Gründe für den Geburtenrückgang? Wollen denn die Schweizerinnen kein Kind mehr? Ich wollte schon immer Kind wollen und... Also. Aber warum? Weil es einfach klar ist, dass man ein Kind braucht, weil man sich fortpflanzen will. Doch sieht man wieder mal, ja. Schweizer sind sehr sinnlich. Ja, sehr sinnlich. Mm. Bei uns reicht das Dirty Talk schon Ausdrücke wie freies Viererabteil. Mm. Aperorisch. Mm. Oder Steuerrückzahlung. Und schon fallen wir geil übereinander her. Mm. Wenn es aber nicht am Trieb liegt, liegt es vielleicht an etwas anderem. Könnte es sein, liegt es womöglich an den Männern? Ich mag sie lieber, wenn sie nicht schwanger ist. Ehrlich? Wieso? Also, du bist schön und es ist schön, dass du schwanger bist, aber... Ja, aber es ist vorbei, Stefan. Stefan ist vorbei, ja. Nein, nicht unbedingt, weil Männer einfach unsensible Trottel sein können, sondern weil wirklich die Spermienanzahl und Qualität bei uns unsensiblen Trotteln laufend abnimmt. So viel zum schlechten Jahrgang. Die Weltwoche hingegen hat letztens für all das den wahren Grund gefunden. Ist die Corona-Impfung dafür verantwortlich? Andere Gründe sind nicht zu sehen. Logisch, die Impfung, oder? Endlich mal eine angenehme Möglichkeit zur Verhütung. Ja? Komm, Herr Bene, Schatz, jetzt gibt es noch Covid-Spritzen vorne. Hä? Nein, warte, ich habe noch ein Kondom in der Bravo rumliegen, irgendwo. Mal davon abgesehen, dass laut Swissmedic, wenn schon Covid selber mitverantwortlich macht für die erhöhte Unfruchtbarkeit, andere Gründe sind nicht zu sehen, schreibt die Weltwoche, wenn wir ein bisschen nachhelfen. Die Schweiz an sich motiviert jetzt schon mal nicht so, zum Kind in die Welt zu setzen. Latente Kinderfindlichkeit, lächerliche Elternzeit, teure Krippenplätze und die Schweizer Gurve. Der arme Orang-Utan, ja. Laut der UNICEF-Studie, die zu uns gekommen ist, belegt die Schweiz den letzten Platz in Europa in Sachen Familienfreundlichkeit. Der letzte Platz. Kein Wunder bei einem Nationalheld, der auf sein Kind schießt. Ja? Kein Wunder, ja, kein Wunder. Der grösste SRF-Serienerfolg heisst ja auch fast eine Familie. Ja? Richtig. Viele Schweizer Paare entscheiden sich deswegen aktiv gegen eine Schwangerschaft, speziell die Frauen. Die Gründe sind ja bekannt. Ich mag sie lieber, wenn sie nicht schwanger ist. Ja. Dazu kommen natürlich noch die Erwartungen an die frisch geborenen Kinder. Ja? Gerade in der Schweiz sind die Erwartungen riesig an Kind. Hey, gerade in Olten. Nächster Halt, Olten. Habt ihr gewusst? Babys, die zu Olten auf die Welt kommen, sind überdurchschnittlich gescheit, überdurchschnittlich gross und überdurchschnittlich stark. Für das gibt es eine einfache Erklärung. Olten ist sehr nahe beim AKW Gösgen. Böse Zunge würde behaupten, ein Baby sei wie Olten. Wenn wir es selber nicht können, finden wir es hässlich und wir wollen nichts damit zu tun haben. Das ist natürlich Blödsinn. Babys sind super, so wie Olten auch.
In unserer Stadt kommen jedes Jahr um die 200 Kinder auf die Welt. 80% vom Spital, 5% daheim und der Rest hier im Bahnhofbuffet. Aber vielleicht gibt es bald keine Babys mehr. Werden sie alte, noch schweizweit. Stichwort Babyflaute. Viele Paare scheinen sich gerade zu fragen, ist es denn moralisch vertretbar, ein Kind in die von Problemen überhäufte Welt zu setzen? Aber ich frage, ist es moralisch vertretbar, kein Kind in die Welt zu setzen? Wer soll die Welt retten, wenn nicht die nächste Generation? Babys sind unsere Rettung. Ich meine, alle, die etwas auf dieser Welt bewirkt haben. Martin Luther King, Mutter Teresa, Mahatma Gandhi, Daniel Josic, sind alle mal Babys gewesen. Und für den Nachwuchs gibt es so einiges zu tun. Klimawandel aufhalten, Welthunger stoppen, die Menschheit retten und irgendjemand müsste auch mal noch ein Goal schiessen für die Schweiz. Ein heutiges Baby bekommt keine Geburtsurkunde, sondern eine To-Do-Liste. Die heutigen Neugeborenen, die sind nicht zu beneiden. Die heutigen Neugeborenen, die sind nicht zu beneiden. Ich meine, sie tragen die Last der Welt auf ihren Schultern, können aber nicht einmal das Köpfchen selber haben. Ja. Das Wort Neugeborene finde ich übrigens sehr, sehr seltsam. Oh, Sandra, oh, du hast aber ein schönes Neugeborenes. Nein, 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 das ist nicht Neugeboren, das ist Okasia rausgekommen. Ja. Es braucht also mehr Babys. Und hier kann die Stadt Alten mit gutem Beispiel vorangehen. Wenn jetzt Alten ein Kind zeugen, wo denn? Schließlich gibt es bei uns etliche Anreize. Ja, jeder, der das Auto auf die Welt bekommt, bekommt nämlich von der Stadt einen Parkplatz in Bahnhofsnähe, ein signiertes Buch von Pedro Lenz und ein T-Shirt mit Aufschrift «Alte, immerhin nicht Aargau». Außerdem hat es hier einiges. Geburtsklinik, Spielplätze, Kitas und vor allem die besten Schulen. Das ist wahr, ich habe recherchiert. Von allen Nobelpreisträgern, die es je gegeben hat, ist kein einziger zu Alten in die Schule. Ja, das beweist doch vor allem etwas. Die alten Schulen sind so anspruchsvoll, dass nicht einmal einen Baupreis tragen. Sie schaffen. Gewisse werden sich jetzt fragen, aber was ist mit denen, was mit dem Kinderwunsch einfach nicht klappt? Ja, auch für das gibt es bei uns zu Alten eine Lösung. Es gibt nämlich auch ein Kinderwunschzentrum. Also so eine Fertilitätsklinik. Allerdings mit einem seltsamen Namen. Sie heisst bei uns Fertiswiss. Ich finde, das klingt eher so ein bisschen nach Ausschaffungsbüro. So, aus jetzt ist Fertiswiss. So, gut. Aber. Was ich sagen will, Alter und Babys, das ist eine gute Kombination. Es gibt unzählige Beispiele von Leuten, die das Alter auf die Welt gekommen sind und jetzt grosse Taten vollbringen. Zum Beispiel, ja, ich zum Beispiel. So, gut. In dem Sinne, volle Kraft voraus für den Geburtenexpress. Jetzt muss ich aber selber auf den Zug einen Platz reservieren, sonst sitze ich wieder im Kinderabteil. Merci, Bahnhofbuffet zum Kilian Ziegler. Klar ist, wenn die Schweiz nicht aussterben will, dann muss jetzt etwas gehen. Ja? Die Mitte-Nationalrätin Elisabeth Schneider hat kürzlich eine Idee geklaut, ja? Und wollte für die Schweiz adaptieren. Dänemark hat zeugungsunentschlossene Paare in einer grossen Kampagne ja Ferien gezahlt, damit es dort so richtig zur Sache angeht. Faktisk har danskerne 46% mere sex på ferier sammenlignet med hverdagen. Så for at hjælpe den faldende danske fødselsrate, vil Spis opfordre alle danskere til at tage på en romantisk storbyferie. Do it for Denmark. Det er en grosse erfolg i kampagnen. Over 1200 babys zusätzlich sind dort im Folgejahr geboren worden. Do it for Denmark! Wäre so etwas auch in der Schweiz denkbar? Wenn ja, wie würde die Kampagne hier heißen? Vögel fürs Volk? Pop Schweiz, eventuell? Oder könnte man sich noch sponsoren? Ricola? Warum nicht einfach ficken hier alle? Ja! Aber was meint Nationalrätin Schneider zu dem Slogan? Sex mit Rösti, das ist das Größte. Also so deutlich kann man jetzt das nicht sagen. Ja, so deutlich kann man das jetzt nicht sagen. Ja, da scheitert dann auch die beste Kampagne doch wieder an den Brüden Schweizer und Schweizerinnen. Was hingegen die schlimme Überbevölkerung angeht, kommt man zu einem überraschenden Schluss. Die Überbevölkerung ist nicht das ganze Problem. Weltbevölkerung wächst. 8 Milliarden Chancen. Das Problem heißt nicht Überbevölkerung, sondern Überkonsum.
Richtig, es ist für alle genug da, wenn wir in den hochindustrialisierten Ländern nur eines dafür würden sorgen, dass es auch fair verteilt wird. Weil so viel ist klar. Die Welt retten werden weder die Nationalrätin Schneider-Schneider oder die Patti Basler. Und schon gar nicht ich. Und höre ganz sicher nicht der Stefan. Ja? Aber, aber vielleicht eben doch die Vinice oder sogar die Nugget Elif. 8 Milliarden Menschen. Rücken wir ein bisschen zusammen. Und als Motivation für uns brüde SchweizerInnen, das spart sogar Heizkosten. Und wenn uns Heizkosten sparen nicht geil macht, dann weiss ich auch nicht weiter. So. Und jetzt zum Schluss zu einer Mitteilung in ganz persönlicher eigener Sache direkt aus dem Deauville Pressezentrum. Ja, geschätzte Damen und Herren, eigentlich darf man es ja anfix nicht mehr laut sagen, aber ich habe heute Morgen mein Team, die Sendeleitung im Leutschenhaus und meine Mutter darüber informiert, dass ich auf Ende der nächsten Staffel im Sommer 23 als Moderator dieser Sendung zurücktreten werde. Gleich vorneweg, ob meine Nachfolgerin eine Frau oder ein Mann ist, ist mir eigentlich gleich. Solange es kein S-Pähler mit Glatze ist, geht es ja noch. Ja. Doch zurück zu mir. Ich habe eine gewisse Genugtuung, wenn ich an meine Zeit im SRF zurückdenke. Wir haben damals nicht nur das Vierobig-Bier über die Grenzen der Schweiz hinaus bekannt gemacht, sowie eine Nation durch 4 Jahre Trump, 2 Lockdowns und gefühlt 28 Bundesratsmitglieder begleitet, sondern auch Olten zur eidgenössischen Humorhauptstadt gemacht. Das ist nicht allein mein Verdienst, sondern der Verdienst eines ausgezeichneten Teams, das wirklich hervorragende Arbeit leistet. Doch zurück zu mir. Ja. Umgekehrt muss ich sagen, ist die Lust, noch etwas Neues zu machen, größer geworden. Und biologisch habe ich ja nicht mehr allzu viel Zeit für neue Aufgaben. Ich verrate Ihnen das jetzt aber nicht, was ich machen werde. Aber ich bin voll von Plänen und ich möchte einen Teil meiner persönlichen Identität wieder zurückgewinnen. Ein Stück weit bleibt man natürlich öffentliches Objekt, wenn man einmal Late-Night-Moderator war. Aber vielleicht gelingt es doch, die eine oder andere Nische zu schaffen, in der ich wieder der normale Dominik sein kann. Ich wäre eigentlich immer noch voller Power, um das weiterzuführen, aber eben, es gibt doch noch andere Dinge daneben. Eins noch, ich gebe nachher keine Interviews, weder heute noch in nächster Zeit. Kurz, I can nothing say to this issue. Ja? Oder noch kürzer, keine Lust. Ja? Denn ich habe jetzt sehr viel Arbeit mit dem großen Jahresrückblick am 26. Dezember, der hier ausgestrahlt wird, sowie der letzten Staffel Deauville im nächsten Frühling und konzentriere mich gerne darauf. Und jetzt können Sie es gerade abschalten. Gute Nacht, das ist's.